Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Matrizenmultiplikation ist ein extrem einfaches Thema, wenn man dazu ganz einfach dieses Falksche Schema benutzt. Denn das ist nichts weiter als eine richtig geniale optische Unterstützung, optische Hilfe, um zwei Matrizen miteinander multiplizieren zu können. Schauen wir uns das mal an. Gesucht ist die Matrix C, die sich wie folgt ergibt. Matrix A mal Matrix B. Wir wollen einfach zwei Matrizen miteinander multiplizieren. Matrix A, Matrix B. Und dazu nutzen wir ganz einfach dieses falsche Schema, indem wir Folgendes machen. So, einmal so ein schönes System hier. Und auf der linken Seite schreibe ich die Matrix hin, die halt als erstes dort steht, die Matrix A. Hier schreibe ich also die Matrix A einfach mal ab. 2, 3, 5, 4, 1, 2, minus 3, 2, 1. Als zweites hier oben schreibe ich die andere Matrix hin, die zweite halt eben, ne, mit der ich das Ganze multiplizieren möchte. 1, 7, 2, minus 3, 1, 5, minus 4, 2, 6. So, bis dahin ist ja noch nichts Spannendes passiert und nichts, was man nicht verstehen könnte oder sowas. Ne? Hier schreibe ich die erste hin, da die zweite. Das ist völlig normal. Oder völlig nachvollziehbar, denke ich. Da gibt es keine zweite Meinung. So, und jetzt mache ich nichts weiter als Folgendes. Also ich weiß schon mal, meine Ergebnismatrix hat genauso viel, also ebenfalls wird eine 3x3-Matrix. Wie kriege ich das nämlich raus? Es gibt hier die Zeile und die Spalte. Da gibt es ganz normale Koordinaten, eigentlich wie bei Schiffe versenken. Es gibt die Koordinaten, also Zeile 1, Spalte 1. Zeile 1, Spalte 2. Zeile 1, Spalte 3. Da gibt es halt eben diese drei Werte hier. Und jetzt muss ich nur die Zeile 1 mit Spalte 1 multiplizieren, um auf Wert 1, 1 zu kommen. Und wie mache ich das? Wie multipliziere ich die? Es geht ja um die Matrix-Multiplikation. Ich nehme mir diese Spalte hier, diese Zeile hier, und dreh sie quasi um 90 Grad. Also stell dir vor, ganz einfach, das wäre so ein Brett, das du hier hättest und das würdest du jetzt einfach so hochdrehen. Dann hättest du so ein bisschen schräg drauf geschrieben, ne? Diese zwei würde hier so hochwandern. Dann hätten wir hier im Prinzip, wenn wir es genau nehmen, hätten wir die zwei so dort stehen. Ist ja Wumpe, danach begradigen wir die Dinger wieder. Das heißt, dann hätten wir die zwei hier wieder ganz normal stehen. Und da es eine Matrix-Multiplikation ist, multiplizieren wir das ganz einfach. 1 mal 2. Diese 3 hier würde hier hinwandern und ebenfalls mit dem, was da schon steht, mit der 3 multipliziert werden. Und diese 5 würde hier hinwandern und dann eben mit der minus 4, diese 5 würde mit der minus 4 multipliziert werden. Und zwischen diese ganzen Dinger würde ich einfach noch so ein Plus schreiben. So würde ich das Ganze berechnen. Also ich hätte dann stehen 1 mal 2 plus minus 3 mal 3 plus minus 4 mal 5. Was hätte ich dann also am Ende stehen? Ich mache das dann auch in grün, was rauskommt. 2, ja, und minus 3 mal 3 sind minus 9. Also 2 minus 9, dann sind wir bei minus 7. Das Ganze und minus 4 mal 5 sind minus 20. Also minus 7 minus 20 sind also minus 27. Das war's schon. So, jetzt mache ich diesen ganzen Kram wieder weg. Wir können hier gleich noch ein bisschen Platz gebrauchen. Jetzt möchte ich ja wissen, was kommt in Zeile 1, Spalte 2 hin? Tja, da muss ich die Zeile 1 hiervon mit der Spalte 2 multiplizieren. Genau das gleiche Spiel wie eben. Diese 2 kommt dann jetzt eben dahin und wird mit der 7 multipliziert, also mal 2. Die 3 kommt jetzt dahin, ne? Zweites Element auf das zweite Element. Also wenn wir das so drehen, zack, das zweite Element auf das zweite Element, das ist dann eben die 3. Und hier das dritte, also 1, 2, das dritte auf das dritte. Die 5 hierauf wird also damit multipliziert. Dazwischen quasi wieder die Plusse. Und jetzt gehe ich einfach wieder durch. 7 mal 2 sind 14, 1 mal 3 sind 3, 14 plus 3 sind 17 und 2 mal 5 sind 10, also 27. Zack. So, jetzt kann ich das hier auch erstmal wieder wegmachen. Denn wir brauchen hier später wieder den Platz. Und bei der dritten Geschichte werde ich jetzt nicht mehr groß zeichnen, sondern da machen wir das jetzt so in Gedanken quasi. Das heißt, da wird einfach die 2 mit der 2 multipliziert, sind 4.
3 mit der 5 sind 15, 4 plus 15 sind 19 und 5 mal 6 sind 30, 19 plus 30, 49. Fertig. 4, 19 und 30, 49, passt. So, und jetzt zweite Zeile, erste Spalte. Zack, aufeinander packen. 4 mal 1 sind 4. 1 mal minus 3 sind also minus 3, sind 4 minus 3. Und 2 mal minus 4 sind minus 8. Also 4 minus 3 sind 1. 1 minus 8 sind minus 7. So, und das Prinzip geht die ganze Zeit so weiter. 4 mal 7, 28, 1 mal 1, also insgesamt ne, 28 plus 1 sind 29 und 29 plus 4, weil 2 mal 2 4 sind, 29 plus 4, 33. 4 mal 2, also 8, 1 mal 5, 5, also 8 plus 5, 13 und 13 plus 12, 25. Und jetzt Zeile 3, Spalte 1, Spalte 2, Spalte 3 der Reihe nach. Zeile 1, Spalte 1. Minus 3 mal 1, also minus 3. 2 mal minus 3 sind minus 6. Minus 3 minus 6 sind minus 9. Und 1 mal minus 4 sind minus 4. Minus 9 minus 4 sind minus 13. So, dann minus 3 mal 7, minus 21. 2 mal 1 ist also 2, minus 21 plus 2 sind minus 19 und 1 mal 2 sind 2. Minus 19 plus 2, minus 17. So. Genau. Dann minus 3 mal 2, also minus 6 plus 10 ne, sind plus 4 und 4 plus 6 sind dann also 10. So, jetzt haben wir sie alle durch und das ist auch schon mein Ergebnis. Das Ding hier ist meine Ergebnismatrix. Also dann sage ich hier C gleich minus 27, 27, 49, dann minus 7, 33, 25, dann minus 13, minus 17 und 10. So, das ist ja das Ergebnis. Das werde ich jetzt doppelt unterstreichen. Und jetzt passiert nichts Interessantes mehr. Das umrahme ich nur noch grün. Und auch nur, weil es einigermaßen schöner aussieht, bilde ich mir zumindest ein. Das war es zumindest dann schon. Ja? So wird das Ganze gemacht mit dem falschen Schema. Wir sehen, das ist einfach brutal leicht. Hoffe ich doch zumindest. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man sich dabei verrechnet. Aber das heißt ja nicht, dass du das Prinzip nicht verstanden hättest. Und durch diese Art und Weise kannst du jederzeit Matrizen miteinander multiplizieren. Wenn es generell möglich ist, die Matrizen zu multiplizieren. Ne? Denn was ist dazu wichtig? Natürlich darf es hier nicht mehr Zeilen geben, als wir hier Spalten haben. Deswegen, Matrizen können wir eh nur multiplizieren, wenn die erste Matrix genauso viel Spalten hat wie die zweite Matrix Zeilen, da die ja nun mal aufeinander gepackt werden. Und wenn da etwas nicht passt, können wir es nicht miteinander multiplizieren. Das siehst du spätestens, wenn du das hier so aufbaust und merkst, Moment mal, eine Multiplikation fehlt oder sowas. Ja, daran kannst du das dann festmachen. Das ist soweit hoffentlich nachvollziehbar und verständlich. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.